Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute werden wir uns um das Rechts vor Links kümmern, wo das genau ist, worauf du genau achten musst und woran man das vielleicht sogar ein bisschen übersehen kann. Darum werden wir uns heute kümmern. Hallo, ich bin Erik, bin Fahrlehrer seit über 20 Jahren und ich möchte dir bei deinem Führerschein helfen. Los geht's! Rechts vor links ist so eine Sache, das wird oftmals übersehen. Weil ihr konzentriert euch so sehr aufs Geradeausfahren, weil ja halt auch in der Führerscheinausbildung und auch in der Prüfung später ja gesagt wird, wenn nichts gesagt wird, geht's geradeaus. Also ist der Fokus immer auf dem Geradeaus. Das ist leider so ein kleines Problem. So, meistens ist das rechts vor links in Zone 30. Auch in anderen Bereichen, darum geht es aber jetzt nicht in diesem Moment, sondern hier ist Zone 30, hier vorne rechts. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Hofeinfahrt, so zwischen zwei Häusern. Hier ist aber ein rechts vor links. Grundsätzlich Bremsbereitschaft, reinschauen. Wenn dort nichts ist, könnt ihr dann wieder Gas geben. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass wenn ihr jetzt, in diesem Fall habt ihr gesehen, hier war ein Hindernis. Genauso wie jetzt, ich weiche jetzt diesem Hindernis aus und da euer Fokus ja jetzt zu sehr auf dem Hindernis wäre, müsst ihr immer schauen, was ist denn jetzt danach? Also nicht nur freuen, dass ihr ein Hindernis erkannt habt und schon im Kopf abspult, was denn dort genau wie hier. Ihr seht das Hindernis da hinten, jetzt sagst du, okay, ich muss ausweichen, aber ihr dürft das rechts vor links nicht vergessen. Also Bremsbereitschaft, reinschauen und dann könnt ihr euch immer noch ums Hindernis kümmern. Das heißt, ihr müsst natürlich immer von der Ferne in die Nähe schauen. Also nicht nur den Blick ganz weit weg, sondern auch wirklich hin und her schauen. So, hier haben wir so ein bisschen andersrum. Jetzt haben wir ein Hindernis zuerst, vorher kommt nichts. Aber jetzt wird oftmals beim Zurückblinken dann vergessen, dass hier vorne die Straße auf der rechten Seite ist. Und also wirklich, wie gesagt, viel hin und her schauen. Nicht nur weit nach hinten oder auch nicht nur nach vorne. Oftmals, gut, das ist meistens zu Anfang der Ausbildung, wird so 2 Meter vors Auto geschaut und dann wird auch dementsprechend gelenkt und deswegen, ja, aber im Laufe der Ausbildung solltet ihr euch natürlich daran gewöhnen, weit nach vorne oder auch wieder zurückzuschauen. So, wir sind hier immer noch in einer Zone 30. Hier vorne auf der rechten Seite kommt gleich so eine kleine Besonderheit, die gar nicht so als rechts vor links erkannt wird, das werdet ihr gleich sehen. Das rechts sieht hier nämlich aus wie so ein Garagenhof. Und aber oben an der Ecke seht ihr dieses Straßennamensschild und der Bordstein ist rumgezogen. Der Fußweg ist unterbrochen und in diesem Fall müsst ihr dann in Bremsbereitschaft gehen. Alles andere wäre ein Vorfahrtverstoß. So, hier haben wir einen unechten Kreis. Das heißt, hier muss man beim Reinfahren blinken und dann nicht vergessen, im Kreis ist rechts vor links. So, jetzt kommt da sogar was. Das ist ja wie bestellt. Genau, in diesem Fall müsst ihr dann natürlich schauen, dass ihr den durchfahren lasst und dann beim Rausfahren auch wieder blinken. Also unechter Kreis, nicht vergessen, ist kein echter Kreisverkehr. Das Ding heißt unechter Kreisverkehr, ich habe es mir nie ausgedacht. Im normalen Kreisverkehr ist ja der im Kreis ist, hat ja Vorfahrt. Und in diesem Fall ist aber eine Kreuzung sozusagen mit einer großen Insel in der Mitte. Und da bleibt das rechts vor links bestehen. Hier sind wir in einer ziemlich schmalen Gasse, seht ihr ja selbst. Und hier sind auch ziemlich viele Häuser, es ist ein altes Dorf hier. Und hier auf der rechten Seite sieht man das auch erst sehr spät, kommt die Straße. Also hier ist es sogar so, dass wir nicht nur mit Bremsbereitschaft, sondern wir müssen wirklich so langsam rüberfahren oder ranfahren, besser gesagt, bis wir alles sehen können. Und dann dürfen wir überhaupt erst wieder weiterfahren. Also in solchen Stellen ist es ganz, ganz gefährlich, das zu verkennen auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir hier links rum. Aber hier rechts vor links, hier rechts ist auch nochmal ein rechts vor links. Und das ist alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen durcheinander hier. Das ist ganz wichtig in alten Dörfern. Werdet ihr das sehen, da ist, ja, es ist alles sehr eng gebaut. Und als die Häuser damals gebaut wurden, vor 1000 Jahren oder wie alt auch immer das Dorf ist, da gab es noch keine Autos. Da hat niemals jemand dran gedacht, wie weit das alles auseinanderstehen muss, damit in 1000 Jahren eventuell irgendwas da mal da durchfahren kann. Also das ist sehr eng und sehr dicht gebaut in den meisten Fällen. Auch wieder Bremsbereitschaft. Da müsst ihr wirklich schauen, gerade in so alten Dörfern, dass oftmals, dass sozusagen zwischen den Häusern eine Straße rauskommt. Das werde ich euch aber gleich nochmal zeigen, dass man das ganz, ganz schnell übersehen kann. So, wir fahren jetzt wieder auf ein rechts vor links zu. Das ist direkt nach diesem Haus. Jetzt sieht man schon hier, dass die Straße darum geht.
Es ist wieder so wie eben, also super eng. In diesem Fall nicht nur Bremsbereitschaft, das reicht nicht, damit seid ihr zu schnell. Ihr müsst also wirklich reinschauen. Hier sieht man noch nicht mal den Straßennamen, weil der ist hinter mir an der Hauswand angebracht. Also manche Stellen sind ein wenig fies in dem Fall, was das angeht. Hier auch das rechts vor links nicht vergessen. Manche Stellen sind ein wenig fies und werden auch schnell übersehen. Wichtig ist auf jeden Fall rumgezogener Bordstein, eine Fahrbahnoberfläche. Das müsste bei euch auf jeden Fall schon in den Augen auftauchen sozusagen, und dass ihr sofort sagt, ah, okay, da kann was kommen. So, wir werden jetzt am Ende mal nach links abbiegen. Hier ist eine T-Kreuzung sozusagen, und hier ist dann auch rechts vor links am Ende. Ihr seht kein vorfahrtregelndes Verkehrszeichen. Zum Linksabbiegen ist es aber wichtig, wir müssen rechts ja durchlassen, dass ihr euch aber wieder auf eure Seite stellt. Und das ist auch ganz wichtig in verschiedenen Situationen, dass wenn die Straße vielleicht ein bisschen vollgeparkt ist, dass ihr wirklich wieder auf eure Seite zurückfahrt. Weil wenn ihr nämlich auf der linken Seite bleibt und anhaltet für den, der von rechts rauskommt, habt ihr ihm zwar effektiv die Vorfahrt gegeben, aber ihm auch indirekt wieder genommen, weil er kann eh nicht durchfahren. Also achtet bitte darauf, dass ihr euch auch wieder auf eure Seite zurückstellt, weil das kann nämlich auch zum Durchfallen führen. So, eine ganz wichtige Sache. Wenn rechts vor links ist, also selbst wenn ihr da 5 Kilometer weit reingucken könnt und man schon vorher alles sehen kann, schaut bitte deutlich rein, auch wenn das ein bisschen übertrieben wirkt. Tut euch den Gefallen. Nicht nur so, ich sehe das immer wieder so aus dem Augenwinkel so, und dann, ja, der Prüfer guckt euch an und vielleicht zwinkert er in dem Moment, wo ihr aus dem Augenwinkel einmal rüberschielt. Ja, dann kann man nicht mehr beweisen, dass ihr da reingeguckt habt. Wenn ihr aber deutlich den Kopf zur Seite dreht, dann kann niemand was sagen. So, hier ist auch wieder ein rechts vor links. Ich könnte auch wieder über den Zaun rüberschauen. Trotzdem Bremsbereitschaft, es gibt ja auch flachere Fahrzeuge. Und wenn dann nichts kommt, dann gleich wieder Gas geben. Natürlich nur so viel wie erlaubt. Also wirklich immer darauf achten, dass ihr halt nicht übers Maß hinausschießt. Das kann immer passieren. So, hier vorne auf der rechten Seite haben wir auch eine Straße. Man kann das Straßennamensschild wahrscheinlich schon sehen. Aber hier ist der Bordstein abgesenkt. Also hier ist kein rumgezogener Bordstein. In diesem Fall ist kein rechts vor links. Und es wäre auch nicht richtig, wenn ihr dann da anhaltet und jemand rauslasst. Dann beweist ihr nämlich, dass ihr keine Ahnung habt. Und das wollt ihr natürlich in der Prüfung nicht beweisen. Also, wenn ihr jetzt einen abgesenkten Bordstein habt, reinschauen bitte trotzdem. Es kann immer sein, dass sich jemand falsch verhält. Aber es ist kein rechts vor links in diesem Fall. So, hier ist wieder was anderes. Genau. Und dann halt anblinken nicht vergessen. Und dann seid ihr da auch sauber dran vorbei. Tut euch selbst den Gefallen. Geht immer in Bremsbereitschaft. Weil wenn ihr jetzt etwas seht, dann werdet ihr automatisch diese Pedale treten. Wenn ihr jetzt auf dem Gas bleibt, dann seht ihr da rein, seht ein Auto und dann passiert nämlich dieses hier. Und das darf nicht passieren. Damit tut ihr euch keinen Gefallen. Also bitte immer darauf achten, dass ihr wirklich, wirklich in Bremsbereitschaft geht. Bremsbereitschaft heißt Fuß über die Kupplung, Fuß über die Bremse. Beim Automatik logischerweise ist keine Kupplung da. Dann habt ihr den Fuß auf der Bremse. Wenn ihr so eine Reihe parkender Autos habt, da kann immer sein, dass dazwischen eine Straße kommt. Jetzt kommt hier keine. Ich kenne ja die Strecke. Aber hier vorne seht ihr ein Verkehrszeichen. Das deutet darauf hin, dass dort ein rechts vor links ist. Aber schaut mal, wir haben wenig Platz. Das heißt, hier wieder Bremsbereitschaft. Es ist sehr eng, also trete ich lieber die Kupplung, schalte in den ersten Gang zurück, fahre ein Stück rüber. Dass wenn dort etwas rauskommt, dass der auch rumkommt. Jetzt sehen wir auch im Gegenverkehr, kommt auch etwas. Das heißt, jetzt stehen wir auf jeden Fall schon so, dass wirklich jeder raus und vorbeikommt. Aber tut euch bitte selbst den Gefallen, stellt euch so hin, dass der Gegenverkehr eventuell durchkommt, weil ihr erzeugt sonst eine Engstelle und niemand kommt mehr weiter. Das heißt, wirklich so schauen, dass ihr dann auch so zum Stehen kommt, dass es wirklich weitergehen kann. Also nicht, dass ihr sagt, okay, jetzt ist hier rechts vor links, jetzt stelle ich mich da mal rein, da kommt ja niemand. Ja, und dann will der Gegenverkehr durch und dann habt ihr einen riesen, ja, so einen Korken gemacht. Also das darf natürlich auch nicht sein. Also wirklich dann so hinstellen, dass eventuell der Gegenverkehr durchfahren kann. Jetzt werden wir hier einmal umkehren. Und es ist ganz wichtig, dass ihr wirklich immer ordentlich schaut, weil ihr schaut mal, hier vorne rechts ist ein rumgezogener Bordstein. Erstmal, wir müssen uns um das Umkehren kümmern, das ist auch ganz wichtig. Und auch das rechts vor links nicht vergessen. Wenn ihr in solche Situationen kommt, wenn es heißt umkehren, achtet bitte darauf, dass ihr halt nichts vergesst. Also es ist ganz wichtig, dass ihr halt nicht einfach euch nur um eine Sache kümmert. Es kann immer sein, dass Prüfer von euch etwas verlangen, oder zum Beispiel ihr sollt irgendwo für die Gefahrbremsung anhalten. Und dann kommt vorher aber noch
eine Straße von rechts und ihr überseht die. Und dann wäre die Prüfung in dem Fall zu Ende. Das wäre super schade. Also wirklich auf alles achten, was da ist. So, hier am Ende werde ich nochmal links abbiegen. Und da ist dann auch wieder rechts vor links. Es ist wieder kein vorfahrtregelndes Verkehrszeichen. Und die Straße ist aber so, dass ich jetzt im Gegenverkehr fahre. Anders geht es halt nicht. In diesem Fall muss ich dann aber wieder rechts rüberfahren, damit ich dann nicht im Gegenverkehr stehe und wirklich so weit vorfahren und dann erst weiterfahre. Also so weit vorfahre, bis ich alles gesehen habe und dann erst weiterfahren. Also in diesem Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich, wirklich ordentlich schaut, wo ist die Straße, wo muss ich hin, wo geht es weiter. Nicht einfach quer rüberfahren, ihr seid nicht in irgendeinem Computerspiel, das dürft ihr nicht vergessen. Ihr sollt ja zeigen, dass ihr es verstanden habt. Da geht es aber auch nicht um Geschwindigkeit. Das ist ganz oft der Gedanke, oh, ich muss es aber schnell machen, weil der Prüfer will das dann so. Das ist Quatsch. Also der Prüfer möchte, dass ihr verstanden habt, was es bedeutet, Auto zu fahren. Und Autofahren bedeutet es natürlich auch mal, langsamer zu fahren in verschiedenen Situationen. Und auch im Autorennen zum Beispiel, wenn man Autorennen jetzt mal im Fernsehen sieht, die fahren auch nicht permanent schnell, sondern die müssen auch vor den Kurven langsamer werden und dann ja, dementsprechend halt alles anpassen. Hier können wir natürlich weit reinschauen. Effektiv braucht man bei sowas dann keine Bremsbereitschaft, wenn man wirklich alles sehen kann. Wichtig ist aber, dass ihr deutlich reinschaut. So, hier am Ende, wenn wir rechts abbiegen, jetzt ist dann hier gleich, werdet ihr sehen, ein Vorfahrt gewähren. Okay, gut. Das ist soweit in Ordnung. Ich sehe nichts, also muss ich mich wieder langsam rantasten. Aber kurz danach ist wieder eine Straße und da ist dann wieder rechts vor links. Und sowas wird dann ganz, ganz gerne mal übersehen. Bei sowas müsst ihr wirklich ganz, ganz genau hinschauen, wie ist der Straßenverlauf, was kommt da alles. Nicht nur über das freuen, was ihr gerade geschafft habt, das dürft ihr natürlich, aber nicht vergessen, dass das Leben ja sozusagen danach weitergeht, damit ihr dann halt nichts ja, überseht und vergesst. Das wäre super schade. Was öfter falsch gemacht wird, ihr seht hier dieses blaue Verkehrszeichen mit dem weißen Pfeil da drin. Das heißt, wir dürfen nur geradeaus fahren. Dann wird das so missgedeutet. Also ganz schön eng hier. Jetzt wird das oftmals missgedeutet, sodass, ach ja, darf nur geradeaus, dann kommt auch nichts. Aber hier in diesem Fall ist dann rechts vor links. Ich muss dann noch ein Stück rüberfahren, dass wenn da was rauskommt, der könnte dann immer noch dahin, wo ich herkomme. Also wichtig, wenn ihr dieses Verkehrszeichen seht, heißt das nur, dass ihr nicht abbiegen dürft. Das heißt aber nicht, dass da niemand rauskommen kann. Also da bitte, bitte immer ganz genau hinschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dem Video helfen. Hoffentlich hast du auch das erfahren, was du erfahren wolltest. Ich werde noch weitere Rechts-vor-Links-Videos machen, also das wird nicht das letzte gewesen sein. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei deiner Ausbildung und viel Erfolg in deiner Prüfung. Bis zum nächsten Video.